Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema kontinuierliche Zahlungsströme. Das Thema ist im Prinzip ähnlich wie die finanzmathematischen Renten, die wir in den vorigen Videos betrachtet haben, nur dass die Zahlungen, die über einen bestimmten Zeitraum erfolgen, nicht diskret einmal pro Jahr erfolgen, sondern stetig in der Zeit, kontinuierlich passieren. Bildlich kann ich mir das so vorstellen, wie wenn ich einen Eimer habe und dann den Gartenschlauch nehme und aufdrehe und kontinuierlich Wasser in den Eimer laufen lasse. So kann ich also auch einen Kapitalstrom nehmen und den auf ein Konto fließen lassen. In der Wirklichkeit passieren diese Zahlungen natürlich nicht subsequentlich, dass irgendwie Geld auf ein Konto bezahlt wird, aber es dient uns als Rechenwerkzeug, um Zahlungen, die über einen Zeitraum passieren sollen, beliebig genau abzurechnen, im Prinzip tagesgenau abrechnen zu können. Das hatten wir in vorigen Videos ja auch schon bei der kontinuierlichen Verzinsung betrachtet. Und das Gleiche machen wir jetzt, dass es nicht nur Verzinsungen gibt, sondern dass es auch Zahlungen gibt, die über einen Zeitraum passiert werden, die ich dann über diesen Zeitraum aggregieren muss. Dabei starten wir zunächst mal ohne Verzinsung. Wir starten also nur mit den Zahlungen, die wir über die Zeit aufaggregieren wollen und werden danach die Verzinsung auch noch anschließen. Halten wir es also hier als Idee mal fest. Wir kennen also die Veränderung eines Kapitals in Form der ersten Ableitung. Wir kennen also diesen Zufluss, der dazu passiert. Also das ist ähnlich wie der Wasserstrom, der in dem Eimer fließt. Und wir wollen daraus berechnen, wie viel Kapital ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt groß T angesammelt habe. Ja, wir wollen also den Wert des Kapitals nach T-Zeiteinheiten haben. Und das kann also ein Ansparvorgang sein oder ein Auszahlungsvorgang, die Tilgung mit Hilfe von Raten oder ähnlichem, was halt jetzt nicht nur diskret gerechnet wird, sondern was tagesgenau abgerechnet wird. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, zunächst schauen wir uns mal nur die Veränderungsrate des Kapitals ohne Verzinsung an. Das heißt, völlig egal, wann eine Zahlung in der Höhe von A beispielsweise passiert, die ist uns immer genau A wert, egal ob das heute, morgen oder in 2 Jahren ist. Da rechnen wir zunächst mal das aus und die Verzinsung bringen wir danach dann mit ins Spiel. Also, wir haben jetzt also ein Kapital, das hängt von der Zeit T ab. Wir betrachten das Zeitintervall von 0 bis groß T. Und mit A von T bezeichnen wir jetzt die Veränderungsrate. Und der Lösungsansatz ist zu sagen, die Ableitung, die Änderung des Kapitals zum Zeitpunkt T ist genau dieser Zufluss mit dieser Rate, die wir uns anschauen. Und das möchten wir jetzt auflösen nach Groß K. Naja, was können wir da machen? Da können wir auf beiden Seiten integrieren. Also um von der Ableitung auf die entsprechende Stammfunktion zu schließen, integrieren wir einmal auf und nehmen da das Intervall von 0 bis groß T her, was wir hier berechnen wollen. Und das machen wir auf beiden Seiten. Wir integrieren also sowohl die Ableitung des Kapitals als auch diese Zustromrate des Kapitals integrieren wir. Und dann wissen wir, um dieses bestimmte Integral zu berechnen, brauchen wir die Stammfunktion von k. Die kennen wir ja, oder die wollen wir gerade ausrechnen. Das ist ja das Kapital selber. Und das müssen wir an der oberen und unteren Grenze einsetzen und ausrechnen. Also dieses bestimmte Integral ist groß k von groß t minus groß k von 0. Ja, das Kapital, was wir dann nach T Zeitperioden haben, minus das Kapital, was wir zu Beginn hatten. Und das ist dann immer noch gleich den aufintegrierten Zahlungen. Und dann können wir noch das K von 0 auf die andere Seite bringen und erhalten folgende Endwertformel. Das Kapital nach T Zeitperioden ist einfach das Kapital am Anfang plus die aufintegrierten Zahlungen über die Zeit t hinweg. Und wir erinnern uns nochmal an die Integration aus dem vorigen Kapitel. Da hatten wir gesehen, die Integralbildung ist sowas Ähnliches wie das kontinuierliche Gegenstück zur Summe.
Also wir summieren letzten Endes hier diese Zahlung über die Zeit auf und müssen nichts auf- oder abzinsen, weil wir eben keine Zinsen hier betrachten. Zinsen sind implizit null. Machen wir dafür also mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ein Kapital in der Höhe von 1000 Geldeinheiten. Das wird mit der Rate a von t gleich 3 erhöht. Wie hoch ist das Kapital nach 10 Perioden? So, was heißt das hier? Dieses a von t gleich 3. Das heißt, dass wir kontinuierlich Zahlungen tätigen in der Höhe von 3 Geldeinheiten pro Jahr. Das heißt, im ersten Jahr haben wir dann tatsächlich 3 Geldeinheiten, die als Zahlung passieren, aber im ersten halben Jahr haben wir 1,5, die gezahlt werden und im ersten Vierteljahr 0,75 und so weiter und so fort. Wir können also diese Rate im Prinzip beliebig klein zerlegen und so des Tages genau oder sogar Sekunden genau abrechnen, wenn wir wollen. Machen wir uns das also hier einmal klar, was dann beim Aufaggregieren passiert. Schreiben wir also nochmal das gleiche hin wie vorher. Die Veränderung des Kapitals ist diese Zuflussrate von 3 Geldeinheiten pro Jahr. Und hier wollen wir jetzt bis zum Zeitpunkt t gleich 10 aufaggregieren. Das machen wir eben durch die Integralbildung und wissen dann, das Kapital nach 10 Jahren ist nichts anderes als unser Startkapital von 1000 Geldeinheiten plus aufintegriert von 0 bis 10 über diese konstante Zuflussrate von 3, über diesen konstanten Zahlungsstrom 3 dt. Tragen wir das also hier einmal ein. Wir haben 1000 Geldeinheiten momentan und dann bilden wir das Integral von 0 bis 10 über 3 dt. 3 ist dabei eine Konstante und die zugehörige Stammfunktion ist dann 3 mal t. Ja, weil wenn ich 3 mal t ableite, bekomme ich genau 3 heraus und dann muss ich bei 10 und bei 0 einsetzen. 3 mal 10 ist 30, 3 mal 0 ist 0 und 30 minus 0 ist also 30. Haben wir also 1000 plus 30, die da herauskommen und das ist dann 1030. Nun, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ich bekomme 10 Perioden lang 3 Geldeinheiten pro Jahr, und wie viel habe ich denn dann nach 10 Perioden, dann hätte ich da auch im Kopf ausrechnen können, das werden wohl 30 Geldeinheiten sein, wenn ich nichts auf- oder abzinsen muss. Aber wir werden gleich sehen, wir können die gleiche Rechnung auch anstellen, wenn es dann ein bisschen komplizierter wird. Ne? Ist ja gut, zunächst mal zu sehen, dass das, was man intuitiv erwartet, ein Spezialfall dessen ist, was wir uns da vorher überlegt haben. Wir machen uns das hier auch noch einmal grafisch klar. Wir haben also diesen konstanten Zufluss von 3 Geldeinheiten pro Jahr, der über 10 Jahre erfolgt. Und hier kann ich jetzt nach jedem beliebigen Zeitpunkt, also völlig wurscht, wo auf der X-Achse ich das hier abtrennen würde, könnte ich mir bis dahin den Endwert ausrechnen durch die Integralbildung. Ja, und das ist dann eben nichts anderes als die Fläche. Also nach einem Jahr hätte ich dann 3 Geldeinheiten, das ist das bestimmte Integral von 0 bis 1. Und nach 10 Jahren habe ich dann eben eine Fläche von 30. Und bei einem konstanten Zahlungsstrom ist das besonders einfach. Aber die gleiche Idee funktioniert jetzt auch, wenn ich einen variablen Zahlungsstrom habe, wo ich sage, also am Anfang des ersten Jahres zahle ich noch 3 Geldeinheiten pro Jahr und dann sinkt dieser Zahlungsstrom aber auch kontinuierlich ab. Und nach 10 Jahren komme ich dann an bei 3 minus 0,1 mal 10, sprich bei 2. Und am Ende zahle ich nur noch 2 Geldeinheiten pro Jahr. Und das mache ich aber nicht so, dass ich im ersten Jahr 3, im zweiten Jahr 2,9 zahle, im dritten Jahr 2,8, sondern dass das eben kontinuierlich absinkt, nicht nur einmal pro Jahr. Und das, was wir jetzt brauchen, ist die Fläche unter dieser Kurve. Und wenn man dann noch ein bisschen
Geometrie kann, dann ist nicht schwer zu sehen, dass dieses Integral hier oder diese Fläche hier 20 beträgt, also 2 mal 10. Und diese Fläche hier oben ist genau die Hälfte von 1 mal 10. Also diese Fläche ist dann hier 5 und die Fläche da unten ist 20 und zusammen müssen das dann 25 sein. Und somit haben wir dann einen geringeren Endwert dieses Zahlungsstroms von nur mehr 25 statt 30 wie vorher. Auch das können wir jetzt mit Hilfe unserer mathematischen Notation genau betrachten, haben also im Prinzip dasselbe wie vorher. Der Endwert nach 10 Perioden ist der Anfangswert von 1000 Geldeinheiten plus aufaggregiert nun dieser fallende kontinuierliche Zahlungsstrom, 3 minus 0,1 mal t. Und wenn ich davon jetzt die Stammfunktion bilde, von 3 ist die Stammfunktion immer noch t und dann muss ich nehmen 0,05 mal t². Ja, weil wenn ich das ableite, 3 mal t abgeleitet ist 3 und minus 0,05 mal t² abgeleitet, dann ziehe ich die 2 nach vorne, bekomme die 0,1 mal t hoch 1. Muss also in diese Stammfunktion hier einsetzen. Und das mache ich also hier einmal in der nächsten Zeile, habe also 3 mal 10 minus 0,05 mal t², das ist 100, mal 0,05 ist 5, habe ich 30 minus 5 und das ist 25. Und wenn ich bei 0 einsetze, kommt einfach 0 heraus. Habe also insgesamt 1000 plus 30 minus 5 gleich 1025, das, was wir uns vorher eben auch schon geometrisch klar gemacht haben. Könnten uns also hier diese Stammfunktionen auch grafisch darstellen. Ich könnte ja den Endzeitpunkt auch als Variable belassen, als groß t und das dann gegen die Zeit t abtragen und dann sehe ich, das Kapital wächst beim konstanten Zahlungsstrom linear an, eben mit der Steigung 3 und im Fall, wo der Zahlungsstrom absinkt, knickt also diese Kurve hier so nach unten ab. Haben wir also so eine konkave und nicht eine lineare Funktion für den Endwert des Zahlungsstroms. Okay, soweit so gut. Haben wir also gesehen, wir können Zahlungen, die kontinuierlich in der Zeit passieren, aufaggregieren mit Hilfe der Integration und diese Zahlungen müssen anders als bei der klassischen Rente nicht immer gleich hoch sein, sondern können sich auch über die Zeit verändern und damit können wir auch ganz einfach natürlich umgehen, indem wir das bei uns im Integral mit einbeziehen.